nicht sterben. Du wirst es schaffen. Sag, wie fühlt sich das an? Du wurdest öfter angeschossen als jeder, den ich kenne. Nein. Ich komm schon durch. Wikes. Ich werd's überleben. Du stirbst, Wikes. Geht es dir gut? Soll das ein Witz sein? Tut mir leid. Wir kehren um. Dein Ziel lautet Myanmar. Deine Mission ist nicht vorbei. Was ist mit Wikes? Wir schicken einen Ersatz. Wir haben eine Agentin in Japan, die wir vielleicht anfordern können. Eine Frau namens Cole. Was ist in Myanmar? Nicolaze. Wir haben ihn anhand der Severo-Nickel-Daten in der chinesischen Botschaft in Rangoon geortet. Chinesische Hilfe für Georgien? Die politische Lage ist nicht rosig. Wenn die Nicolaze helfen, brauchen wir dafür stichhaltige Beweise. Ich will nicht ohne Grund den Dritten Weltkrieg auslösen. Dir bleibt noch etwas Zeit, bevor du Rangoon erreichst. Soll ich für dich eine sichere Verbindung zu Sarah aufbauen? Nein. Ist die Wasseraufbereitungsanlage Pickett Gap in Tennessee nur knapp einer Katastrophe entgangen. Ersten Nachforschungen zufolge wurde durch einen Computervirus eine schwerwiegende Fehlfunktion ausgelöst. Keine Spur von Combine Nicolaze. NATO und Hilfsorganisationen arbeiten an der Bergung der Leichen, die der kurzen Hightech-Schreckensherrschaft des georgischen Präsidenten bereits zum Opfer gefallen waren. Ist es dem schnellen Eingreifen des Personals der Wasserwerke zu verdanken, dass nicht Tausende von Menschen an kontaminiertem Wasser erkrankten? Wenn wir so sicher sind, warum sollen wir dann das Wasser abkochen? Wenn man die beinahe Katastrophe in Pickett Gap betrachtet, scheint dies das erste Mal zu sein, dass es den amerikanischen Behörden gelang, einen von Nicolazes grausamen Terrorakten zu verhindern. Beschrieben die diplomatischen Verhandlungen mit China als äußerst schwierig. Die Chinesen werfen der US-Regierung vor, unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung chinesische Waffenlager kontrollieren zu wollen und lehnen dies bisher mit äußerster Entschiedenheit ab. Um die Suche nach Combine Nicolaze noch stärker als bisher voranzutreiben. Willkommen im neuen Level. Chinesische Botschaft, Yangon, Myanmar, 11. November 2004. 20.13 Uhr finden Sie die Verbindung zwischen Georgien und China. Dank der Daten des Pickett-Gap-Programmes konnte Zöld-Ekelon die Gespräche von Nicolaze bis zu der chinesischen Botschaft in Myanmar verfolgen. Eine mögliche Verbindung zwischen Nicolaze und der Volksrepublik China muss bewiesen werden, bevor gehandelt werden kann. Und los geht's. Dein Kontakt ist vor Ort. Unser Mann in Burma oder Myanmar. Egal. Wo finde ich ihn? Auf einem Dach ein paar Blocks von der Botschaft entfernt. Er sagte, er sei unter einem großen roten Schild. Parole, es ist ein heller, kalter Apriltag. Missionsupdate auf deinem Opset. Wenn du jemanden tötest, ist die Mission vorbei. Wenn du das vergeigst... Suche ich mir einen Atombunker und bete. Wir haben uns verstanden. Viel Glück. Okay. Hallöchen, wer bist du? Ognea, komm wir so nicht heran. Ich kann nicht oft genug sagen, wie wichtig diese Mission ist. Wir können uns keine Toten erlauben. Sollte kein Problem sein. Der Kontakt, dessen Position Lambert Ihnen geben wird, musste in Bewegung bleiben, damit man ihn nicht entdeckt. Wir sehen uns nach dem Job. Viel Glück. Okay. Herzliches Beileid wegen Lieutenant Wikes. Ich hörte, er war ein guter Mann. Wir sehen uns nach dem Job. Er redet wohl nicht gern über Tote, was? Tja. So, wo geht's denn jetzt erstmal lang? Ich will einfach nur die Mülltonne kriegen. Ich will ja nicht den dritten Weltkriegs auslösen, ja. Sonst krieg ich nur Ärger. Von meiner Mama. Junge, was hast du heute gemacht? Ich habe den dritten Weltkrieg ausgelöst. Oh, da ist ein Chinese. Oder ein Myanmarer oder was auch immer. Ein Chinese oder was else? Sagen wir ein Asiate. Asiate ist immer richtig. Lass los, Sam. Gott, ich hasse Sam. So.
Okay, wir dürfen hier niemanden töten, sondern müssen sie alle per Hand ausschalten. Hm, vielleicht geht's hier irgendwie hoch. Das Level erinnert mich ein bisschen an Pandora Tomorrow, ein bisschen an Jerusalem, aber es kommt später. Jetzt heißt es erst einmal China, bevor wir in den Nahen Osten gehen. Ich glaube, den kann ich mir so krallen. Ich probier's mal. Dreh dich bloß nicht um, ja? Wer ist da? Ich sagte nicht umdrehen. Botschaft wird angegriffen. Danke. Na, jetzt fängt es schon mal gut an. Ja, aber das Level ist auch schwierig. Hm, ich hol den mal her. Na, jetzt. Ich muss den irgendwie weglocken. Hier ist eine Dose, vielleicht kann man... Ich hab was gesehen. Greife Gegner an. Ah, halt doch die Klappe. Du chinesischer Wichslappen. Wie können die mich überhaupt sehen? Die haben doch Schlitzaugen. Er ist weg. Tja, zum Glück gibt es hier keine Alarme. Du kannst dich nicht verstecken. Ching sha shou shou. Ching sha shong. Wo steckst du? Wo schießen die? Der knallt seinen Kollegen ab. Irgendwann werden sie aufhören. Er ist jetzt gemerkt, Chinese. Ich dachte, ihr könnt so gut Mathe. Oh Mann, ich sollte es aufhören mit diesen Klischees, sonst wird dieses Video sehr viele Thumbdowns haben. Ist alles nur Spaß, Leute. Wo ist der Hin? Setze Streife fort. Er kommt her. Ich würde den jetzt so gern umlegen. Aber ich habe noch diesen Drang von Kaliertech im letzten Level in mir. Ich muss hier. Na, danke, er kommt her. Gut, dass hier das Rohr dran ist, sonst hätte ich schon längst verloren. Irgendwann werden sie aufgeben, hoffe ich. Die sind ganz schön hartnäckig. Hm, habe ich irgendwas? Ich habe einen Taser. Vielleicht könnte ich den dann dadurch ausschalten. Er ist nicht hier. Tja, selber schuld. So, und was machst du jetzt? Gibt's jetzt auf, hä? Hm, er lässt sein... Da hat sich was bewegt. Nein, da hat sich nichts bewegt. Das bist du nur ein Schlitzi. Ich werde dich aufschlitzen. Dann bist du ein doppeltes Schlitzauge. Schlitzauge. So, den ersten hätten wir schon mal ausgeschaltet. Jetzt hoffe ich, dass er seinen Kollegen nicht aufweckt. Wo steckst du? Wo steckst du? Xing Chang Chong! Nein! Hä? Okay, er schießt immer noch, also, obwohl er down ist. Cool. Wo steckst du, Xing Chang Chong? Hm. Tja, jetzt wirst du getasert. Anders kriege ich es nicht hin. Ich bin einfach zu blöd dafür. So, jetzt schaffe ich den mal weg. Seinen Kollegen kann ich ja noch später ausschalten. Natürlich hätte ich auch einfach die Lampen ausknipsen können. Aber Mai, an sowas denkt ja der Kevin nicht. Der denkt immer gleich ans Töten. Botschaft wird angegriffen. Genau wie dieser Typ da drüben. Kannst dich nicht verstecken. Doch. Wo steckst du? Ich finde es so lustig, die Stimme von denen. Wo steckst du? Verstecken. Natürlich kann ich. Xing Chang. Wah! Wo steckst du? Xing Chang, geh weg. Xing Chang, komm. Geh weg. Geh weg, du Chinese. Chinese. Ich mach zu viel Witze über Chinesen, ich sollte damit aufhören. Ah! Der Schlitz. Was für ein Schlitzauge. Ist einer bewusst? Ja, du bist hier bewusstlos. So, ich glaube, die sind gut versteckt.
Die wird keiner finden. So, und ich sollte jetzt mehr Licht ausknipsen. Anstatt hier nur wie so ein Verrückter rumzuballern. Und sowas habe ich ja in den letzten Leveln überhaupt nicht gedacht. So, das scheint hier irgend so ein Markt zu sein, glaube ich. Hm. Ich hoffe, ihr hört gerade nicht mein Tastengetipp. Ich tippe gerade ziemlich hart in meinen Tasten rein. Was ist denn das? Okay. Okay, das ist ein guter Platz für Obdachlose. So, klettern wir mal die Leiter hoch. Hallo, Xinjiang. Wo steckst du? Ah, oh, da ist noch einer. Oh, zwei. Nein, da hat sich nichts bewegt. Geh weg. Hm, hier müssen irgendwo Lichter sein. Das Licht. Kann ich das ausschalten? Nee, geht nicht. Schade. Leise. Ah! So, hier ist eine Leiter. Hoch. Und jetzt fängt es zum Laggen an. Ah, hat sich wieder gefangen. Zum Glück. So, wie geht's denn jetzt weiter? Hier runter? Ich werde wohl langsam verrückt. Ja, du bist verrückt, mein Freund. Mein Freund. Mein Freund, der Freund wild verrückt. Oh, hier geht's lul, weiter. Nein, nicht. Nein, du hast nichts gehört. Geh weg, du kleine Wichsel. Kann ich hier ballern? Moment. Geht das? Nein! Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich jetzt an die Knarre zucken und hier dieses Licht davon ausschalten. Aber irgendwie traut sich das ja mindestens nicht. Ah, doch, traut er sich schon. Hätte ich gar nicht gedacht. Verdammt, ich muss näher ran. So, ich glaube, das scheint hier nah genug zu sein. Und jetzt trifft gefälligst. Ich weiß, es ist schwer, mit einer Hand gleichzeitig zu halten und zu schießen. So. So, jetzt hier nochmal ein Safe. Und jetzt... Nein! Ich hab was gesehen. Du hast nichts gesehen. Ich wollte das hier machen. So, hier ist eine Tür, oder? Ist hier eine Tür? Nee, hier ist keine Tür. Hm, so, hier runter. Runter. So, und gleich noch an der Wand, damit es ein bisschen episch aussieht. So. Macht sich mal aus. Okay, hier ist irgendwo noch Licht. Kann ich das Licht hier ausschalten? Ich probiere es mal mit der SC20K. Vielleicht geht es mit der besser. Mit der kann man ja irgendwie... Ah, genau. Das da. Na, jetzt. Ah. Warum geht das jetzt nicht? Nein, jetzt habe ich einen dringenden Schuss verschwendet. Gottverdammte Scheiße! Hallo? Warum geht das jetzt nicht? Gerade ging das doch. Oder ist mein Mausrad ein bisschen buggy? Jetzt. Ich höre Schüsse! Du hast keine Schüsse! Schüsse. Schüsse. Lustig. Ja, solange du mich nicht findest. Oh Mann! Och Gott, ich muss jetzt wieder nach unten oder was? So, hat es ja total was gebracht. Erst gehe ich dann nach oben und jetzt wieder nach unten. Geh weg. Geh weg, mein Freund. Freund, geh weg. Das hört er, wenn ich da runter falle auf den Container. Ich mache mal ein Safe. Das ist mir ein bisschen risi. Risi, risen, riskant. Ah. Jetzt kriegst du eine Flasche im Kopf, mein Freund. So, mein Freund, heal. Oh, komisch. Komisch, gell? Lauter Fensterscheiben gehen kaputt. Da staunst du, was? Flasche auf Doom. Geh weg. Okay. Ah, nein, es... Greife Gegner an! Greife Gegner an! Nein! Ah, scheiße! Ich hasse euch! Hm. Ich warte jetzt ein bisschen, bis wir weg sind. Vielleicht hören sie dadurch den Ton nicht, wenn ich da auf diesen Container krache, falle, wart else. War vielleicht doch nicht.
Nee, hier war doch nichts, nein. Ich finde es so lustig, wie die sprechen. Ohne Scheiß jetzt. Ich werde das wahrscheinlich jetzt 1000 Mal in diesem Part sagen, aber stimmt. Ich verstehe das nicht. Clear. Ein Chinese versteht mal was nicht, das ist ja mal was Neues. Oh Mann, ich gehöre echt geschlagen, ich weiß. Ich renne davon, Vielleicht klappt's ja. Einfach durchrennen. Ach, leck mich. Hier, rein in die Kanalisation, ich zieh mich in den Untergrund zurück. Dam, dam, dam. So, perfekt. Hoffentlich finden sie mich hier unten nicht. Objekt, nehme ich mal mit. Das haben wir zwar nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ich schaue mir mal ein paar Notizen an. Die Serialkontakt steht unter einem großen roten Schild. Aha, aha. Speierstick. Nong, was von Nongong? Hengung. An Chonghui Xihon, gesendet 9. November 2004, 14:21 Uhr. Wir treffen Anmerkung kommt zur Sprechstunde. Männer, wir haben eine Vereinbarung mit der örtlichen Polizei getroffen. Und sie will euch auf euren nächtlichen Patrouillen nicht weiter belästigen. Wir behalten... Okay, ich jetzt auf damit. Wir warten jedoch unsere eigenen... Enge Arbeitsbeziehung mit der Polizei von mir einmal bei. Und es wird erwartet, dass ihr euch außer um unsere eigene Sicherheitsbedürfnisse ebenfalls um die Einhaltung der städtischen Sperrstunde kümmert. Dies hat keinen Einfluss auf die Wichtigkeit eures Wachdienstes oder auf den Ernst eurer Absichten. Absolut niemand hat eine Ausrede, sich in Luftweite der Botschaft aufzuhalten. Und es gilt uneingeschränkt das Kriegsrecht. Oberst Hong? Ja, Hong? What immer? What else? Oh, wo geht's denn hier jetzt weiter? Weiter? Hallo? Weiter? Hier? Geht's hier weiter? Weiter? Hier? Hier geht's nicht weiter. Scheiße. Oh, das sind welche. Oh, das sind, ist eine ganze Patrouille. Egal, ist nicht so wichtig. Hier geht's auch nicht weiter. Hier auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss mir da einkrallen, habe ich das so das Gefühl. Ich lenke sie mal ab. Kommt her! Zeigen Sie sich! Hier ist doch niemand! Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Wenn die jetzt herkommen, sehen sie mich. Und wenn ich da hinläufe, sehen sie... sehen sie mich auch, ja. Jetzt fange ich schon so an, wie ein Chinese zu sprechen. Mausrad, jetzt komm! Ah. Schneller, ich muss es ausknipsen. Oder so. Hey, ihr habt euren Kollegen verloren. Sucht ihr nicht nach ihm? Ihr seid ja tolle Kollegas. Was steht denn aus dem Speierstick? Du meinst also, dass er schl... Nee. Von Bo... Was? Bo Liu. An Guili Fa Li. Gesendet 11.11.2004. 9.58 Uhr. Betreff... Re... Gestank. Du meinst also, das sei schlimm? Ich war auf Patrouille vor 2 Tagen, als wir mit Glinkus auftauchen gelächnet haben. Der General ließ... mich voll seinem Bille walten für den Fall, dass diese Irre zu früh käme, damit ich ihn nicht aufhalte. Bis der General fertig wäre, das bin ich zur Armee gegangen, um Pelvese vor ihren zu schützen. Das könnte ich auch zu Hause tun. Okay. Das könnte ich auch zu Hause tun. So, geil, jetzt rede ich hier wieder Sochse oder wie auch. Dort sich nichts bewegt. Ich bin so schlecht, Leute. Ich kann das Spiel nicht. Ich bin zu blöd für das Spiel. Na komm, ich werde einfach nur sterben, danke. Ich bin zu blöd für das Spiel. Oder auch nicht.
Maus, rat jetzt auf zu buggy zu sein. So. Jungs! Ich hab was gehört. Nein, du hast nichts gehört. Kann ich nicht irgendwie die Luft anhalten? Ach, leck mich doch am Arsch, ihr Schlitzis. Unglaublich, diese Schlitzis. Unglaublich. So, nochmal. Ich musste jetzt beim ersten Versuch zerstören. Wer ist da? Alter, bin ich so blöd oder tue ich nur so? Ich tue nur so. Ich greife den Feind an. Tue ich gleich für den Feind? Danke. Das wird der schlechteste Splinter Cell Part ever. Ach, ich will euch doch nur umbringen. Warum darf ich euch nicht umbringen? Das ist doch scheiße. So ein Mist. Tja, ruft einen Elektriker, eure Glühbirnen gehen kaputt. Oh oh, er kommt her. Was mache ich denn jetzt? Eine Wache wurde bewusstlos geschlagen. Ja, das siehst du aus 30 Metern Entfernung, ist klar. Eindringling. Ach, leckt mich doch, ihr. So, schnell. Eine unserer Leute wurde angegriffen. Ich greife Gegner an. Okay, jetzt renne ich einfach weg. Lalalala. Hallöchen. Lol, das hättet ihr jetzt eigentlich sehen müssen, naja. Na? Hast du deinen Kollegen jetzt entdeckt? Er rennt zurück. So, und jetzt schalte ich dieses Lichtchen aus. Ungefähr so. Hä? Ich glaube, das muss ich gar nicht mehr. Egal. Dam, 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 dam. Und es fängt zum Lecken an. Ach, jetzt hat sich wieder gefangen. Gut. Hä? Ah, ich muss da rein, schnell! Halt ja die Knappe, du chinesischer Witzlappen! Chinese, ich mag keine Chinesen mehr. Kommunisten, ich schwör's euch. Er ist nicht hier. Du bist auch nicht gleich, du bist auch gleich nicht mehr hier. So, wo geht's denn jetzt lang? Hier geht's lang, oh, oder komm ich da her? Ah, super, safe. So, öffne den Deckel. Sam, ich mein's ernst. Öffne den Deckel. Sam ist so blöd. Ist so blöd, einen Kanalisationsdeckel von unten zu öffnen. Oder kann man ihn gar nicht öffnen? Du machst es jetzt auf, ja? Ach, leck mich doch. Unfähig. So, was ist denn hier? Okay. Sieht sehr interessant aus. Ich glaube, das Licht knipst sich besser ab. Das ist ziemlich hell. So. Ich mache mal schnell Licht, damit ihr was seht. So, und... wo geht's denn hier jetzt lang? Ist hier was? Hier geht's auch nach oben. Jawohl, hier geht's raus. Perfekt. Und safe. Oder ist es hier der Ort, wo ich herkomme? Geh weg! Gott, jetzt fängt es zum Lecken an. Genau in dem entscheidenden Punkt. So, jetzt. Ein FPS. Ach, wie schön. Oh mein Gott. Ich glaube, den hole ich mir. Wisst ihr was? Ich starte das Spiel schnell neu. So, hier bin ich wieder. Und... hab dich. Ich glaube, den tue ich die Kanalisation runterschubsen. Das wäre doch lustig. Nein, du bist in die falsche Richtung umgefallen. Ich mache mir wieder ein Safe. Da hat sich was bewegt. Oh oh, das war knapp. Gut, dass ich mich jetzt nicht versafe-stated habe. So, jetzt mache ich mal ein Safe, damit ich, falls ich mich versafe-staten sollte, was habe. Level 6.
Sechser. Oder was? Ist es Level 7? Egal. Ich weiß, es ist einfach nur 7. So. Ach Mensch, sein Kollege kommt her. Er wird uns entdecken. Eine Wache wurde bewusstlos geschlagen. Ja, ja, ja. Kann ich da durch? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Na, was machst du jetzt? Er macht gar nichts. Okay, soll mir recht sein. Hier ist ein Licht, ich glaube, das knipst sich besser aus. Und es leckt immer noch irgendwie. Ist ja mal wieder super. Obwohl ich alle Anwendungen geschlossen habe. Oh Mann! So. Licht ist mein schlimmster Feind in diesem Spiel. Ah, sein Kollege kommt woher, glaube ich. Kann ich da hoch? Ich muss da auch keinen. Na los! Hier wird er uns nicht entdecken, glaube ich. Höchstens sein Kollege, aber das ist ja auch egal. Hier gibt es ja momentan keine Alarmstufen. Gott, das Gelege geht mir jetzt auf den Sack. Ich schwöre. Warum leckt es überhaupt? Ich habe doch alles getan, damit es nicht leckt. Achso, es liegt wahrscheinlich an dem Nachtsicht. Das verbraucht wahrscheinlich sehr viel Leistung. Hier ist noch irgendwo ein Licht, aber wo? Er ist nicht hier. Hier. Warum kann ich das nicht ausknipsen? Scheiß Straßenlaternen. So ein Mist. Selbst mit der Waffe geht's nicht. Na, was machst du jetzt? Nicht da, das ist die falsche Richtung. Schlechter Wachmann. Ein Wachmann sollte immer aufmerksam sein. Also falls ihr irgendwie was bewachen sollt, müsst und irgendwie Chef von einer Sicherheitsfirma seid, dann müsst ihr dafür sorgen, dass eure Angestellten nicht abgelenkt sind. So, kann ich da hoch? Nee. Wie geht's hier weiter? Ich glaube, ich muss da entlang, wo dieser Typ ist. Oder hier hoch. Ich gehe mal da hoch. Sieht ganz gut aus. Hä? Ich bin durch ihn durchgegangen. Die magische Treppe. Und jetzt komme ich nicht mehr nach oben. Komisch. Naja gut. Wir haben uns auf der Treppe begrüßt wahrscheinlich. Auch mal ein sehr realistisches Spiel. Wir haben den Eindringling verloren. Ja, du hast mich auf der Treppe entdeckt, gell? Ja, ja, ja. Aber hast mich nicht angegriffen aus irgendeinem Grund. Naja. So, und jetzt? Ach, jetzt ruckelt das Spiel. Ich mag's nicht, wenn es ruckelt. Ich hab Nein! Leck mich am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Lass mich vorbei. Danke. Na ja, gut, dass ich ihn safe gemacht habe. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Ah, verstehe. Ich muss mich da hochklettern. Ja. Oh Gott, Spiel. Leck doch nicht, Mensch. Mein größter Feind ist back. Ich hab was gehört. Aber die Musik ist cool. Hm, hier geht's rein. Also gut, rein. Rein mit dir. Nicht so schüchtern, rein. Na los. So, und jetzt hieß ein Objekt, eine Flasche oder sowas, aber ich nehme es jetzt mal nicht mit, weil wir müssen hier jetzt eh balancieren. Da werden wir dieses Objekt wieder verlieren. Und da ist der Kollege von uns. Hallöchen. Es ist ein heller, kalter Apriltag. Gut, gut. Nehmen Sie das, okay? Ach, na los, mach hin, nicht in Zeitlupe, Mensch. Sie sind spät dran. Okay, wir müssen uns beeilen. Sprechen Sie.
Auf dieser Karte ist das Büro des Generals verzeichnet. Ich dachte, das sei ein Botschaftsbüro. War es. Aber irgendein chinesischer General benutzt es. Sie werden es sehen. Nehmen Sie den hinteren Service-Eingang, um hineinzukommen. Ist da ein Tor? Ja. Ein Lastwagen fährt dort in Kürze durch. Sie können an dem LKW vorbei hineinschleichen. Aber Sie haben nur einen Versuch dafür. Gute Arbeit. Danke. Bin gut in meinem Job. Bye, bye. Na gut, Jetzt müssen wir in die Botschaft wahrscheinlich eindringen. Kling, kling, kling. Ah, hier können wir uns abseilen, wie praktisch. Ubisoft hat auch an alles gedacht. Oh, über diesen hellen Plakatschild müssen wir uns abseilen. Na, das ist auch mal wieder schön. So, ist hier unten jemand? Nein. Okay. Mir ist es sicher. Ah, und nächstes Level schon. Oder nächster Abschnitt. So. Oh. Was war das? Das war niemand. Das war deine chinesische Einbildung. Oh Gott, ich gehöre so geschlagen. Ich gehöre so geschlagen, Leute. Nein! Ein amerikanischer Agent! Hab dich! Ach komm, ich dachte, ich könnte ihn austricksen. Aber nein, die Chinesen sind zu schlau, um sie auszutricksen. So, jetzt leise. Ist mal ein bisschen mit... Ey, wie konnte der mich jetzt sehen? Ah, das ist frustrierend jetzt. Sehr frustrierend. Ein FPS. Jetzt bin ich langsam an dem Punkt, wo ich richtig, richtig wütend werde, Leute. Aufzulecken. Scheiß Spiel. Das Spiel ist aus 2004, das kann gar nicht lecken. Tja, jetzt funktioniert es auf einmal. Jetzt wiederum nicht mehr. Ich starte das Spiel mal wieder neu und starte mein PC noch neu, Leute. Das mache ich jetzt und dann geht's wahrscheinlich. Bis gleich. So ein Scheiß. So, bin ich wieder. PC wurde neu gestartet und es geht weiter. So, und jetzt leckt es nicht mehr auf einmal. Was für ein Wunder. Ein amerikanischer Agent. Aber unser Spiel... unser Skill wird dadurch nicht besser. Komm. Okay. Laden jetzt einfach mal den Safe. Ich habe da vorhin... Also ich kann den Schnellspeichern Safe irgendwie jetzt nicht laden. Deswegen muss ich jetzt diesen Safe jetzt laden. Und jetzt mache ich wieder einen Safe. Zack. So, und weiter geht's. Wie gewohnt. Jetzt mal ganz langsam. Scheiße, 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 scheiße. Wo steckst du? Wo steckst du? Ich stecke hier nirgendwo. Aus dem Weg! Ich glaube, hier finden sie mich nicht. Wer du auch bist, komm raus! Ich bin eure Mutter! Hört auf mich zu schießen! Sonst gibt's Hausarrest! Was steht denn hier an der Wand? Irgendeine chinesische Formel? Ich bin eure Mutter! Hört auf mich zu schießen! Ein amerikanischer Agent! Okay, ein... Frustrierend, frustrierend, frustrierend. Warum kann ich das Spiel jetzt nicht mehr? Ich konnte es doch. Wo ich es beim ersten Mal gespielt habe, konnte ich so. Ist schön. Naja. Irgendwas. Gut, den ersten hätten wir. Hätten wir. Hätten, nicht hätten wir. Das versteht ja kein Schwein, wenn ich sage hätten wir. Hätten wir. Soll ich ihn verstecken? Nee, muss nicht sein. So, ich schau jetzt mal weiter, wo die anderen Leute von ihm sind. Wo seine Kollegen sind. Ha, da ist einer. Wie komme ich da jetzt vorbei?
Ich muss jetzt irgendwie was planen, wie ich da weiterkomme. Oh Gott, sie kommen her. Sie kommen her. Nicht gut. So, ich glaube, hier werden sie nicht hingehen. Und wenn doch, bin ich angepisst. Hallo? Kommt so. Na los. Kommen Sie her. Na, da kommen sie. So, ich mache wieder ein Save und versuche jetzt den auszuschalten. Oh, es funktioniert nicht. Ich sollte das lassen. Oder? Hm, ich probiere es mal. Lalalala. Okay, sieht ganz gut aus. Safe. Warum dreht das sich jetzt um? Oh Gott. Nein! Vorsicht! Hat mich erwischt. Lalalala. Ich muss die eigentlich nicht ausschalten. Ich versuche irgendwie jeden Gegner irgendwie auszuschalten. Jetzt lasse ich sie einfach mal. So, der kommt jetzt her, sehe ich. Ich versuche es jetzt einfach mal. So, und jetzt auch vorbei. Schnell, 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 schnell. Huh! Okay, safe. War ganz gut von mir gelöst worden. Es geht auch ohne Schießen. So, die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Hier scheint es auch weiter zu gehen, aber da vorne auch. Nur zur Info, Fischer. Dieser Laster ist deine einzige Chance, in die Botschaft zu kommen. Bewaffneter Kontakt! Ach, leck mich doch, ihr habt doch super Augen, oder? Folgendes. Wo steckst du? Wenn du Nikolaze da drin siehst, bereite dich darauf vor, zu verschwinden. Ey. Eine falsche Na los, komm um. Danke. Oh ne, jetzt sind wir wieder hier. Toll. Und jetzt fängt wieder zum Lecken an. Wer pfeift da? Hier ist jemand. Hier sind sogar zwei. Da komme ich nicht vorbei. Hier ist es außerdem noch hell. Hier zu versuchen, könnte tödlich sein. Nur zur Info, Fischer. Leck mich doch, ihr habt doch super Augen, oder? Das erkennt doch kein Schwein. Das kriegst du in der Haftkamera. Ich hasse China. So. Nur zur Info, Fischer. Dieser Laster ist deine einzige Chance, in die Botschaft zu kommen. Versau es nicht. Gibt es etwas, von dem ich nichts weiß? Folgendes. Wenn du Nikolaze da drin siehst, bereite dich darauf vor, zu verschwinden. Eine falsche Aktion könnte Krieg bedeuten. Wenn in der Botschaft Alarm ausgelöst wird, ist deine Mission beendet. Ja, ja, ja. Warum geht ihr jetzt hoch? Da will ich hoch. Ich will da hoch. Ah. Die versauen mir aber auch alles. Die gönnen mir gar kein bisschen was. Na, jetzt. Okay. Ich glaube, den kann ich jetzt irgendwie runterlocken. Hier ist dann noch eine Flasche, habe ich da gerade was gesehen, oder? Ah, Flasche. Sehr schön. So, wie kriege ich den Schlitz jetzt runter? Hä? Sag bloß. Der ist nach oben gegangen und wieder runter. Wow. Wie schlau. Oh Gott, da ist dieser Transporter. Jetzt muss ich schnell sein. Jetzt geht's um Sekunden. Geh weg! Was war das? So, das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt hier lang. Da ist der Transporter. Schnell. Renn. Renn, Sam. Hey, ich bin's nochmal. Darf ich die Papiere sehen? Darf ich die Papiere sehen? Wir haben schon das siebte Mal. Können wir das nicht mal vergessen? Diese Order kommt direkt von Fairong. Darf ich deinen Ausweis sehen? Danke. Die Autorisierung dauert circa eine Minute. Lalalala. So leicht geht's.
So, hier ist ein schöner Ort für ein Safe, oder? Was meint ihr? So, und hier noch ein Hauptsafe. Zack. Ich überschreibe jetzt einfach mal die 7. 7, okay. So. Und jetzt läuft das Spiel mit 4 FPS. Zutritt genehmigt. Oh, ein Hund. Scheiße. Darf ich den Hund töten? Oh, er ist weggerannt. Weil ich das gesagt habe. Das hat mir jetzt Angst gemacht. Die haben alle irgendwie eine AK. Nur weil sie Kommunisten sind, haben sie eine AK. Voll rassistisch. Kann ich hier auch durch? Runter meine ich? Was machst du? Hast du irgendwas gehört? Such diesen Mistkerl, den du gehört hast. Irgendwas hat sich bewegt. Nein, das bist du denn nur ein. Oh Gott, der Hund, der ist eine Gefahr. Darf ich den töten? Ich probier's jetzt mal. Alter! Oh mein Gott. Da kann ich uns nicht mehr raus. Danke. Scheiß Töle. Braves Hündchen. Braves Hündchen, geh zu Herrchen. Geh zu Herrchen. Geh zu Herrchen. Was macht der da? Geh weg! Ich mag keine Hunde. Ja doch, ich mag schon Hunde, aber nicht solche Kriegshunde oder was else. Solche bösen Hunde mag ich nicht. Hier ist nichts. Sonst werden wir auch nicht entdeckt. Was ist los? Riechst du was? Da, 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 da. Ich renne, 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 Batman. Puh, der Hund hat unsere Fährte aufgenommen. Moment, er hat unsere Fährte aufgenommen. Nein. Oh, doch nicht. Okay, er hat uns unsere Fährte verloren. Was für eine schlechte Spürnase. So, und jetzt? Oh, hier ist es schön dunkel. Ein Traum. So, hier ist ein schöner Ort für ein Safe. Aha. Was macht denn der da? Fragen wir das Mikro, das Lasermikro um die Lösung. So, um Antwort meine ich. Hier. Gib mir noch 3 Tage. Die Geräte können am ersten Tag bewaffnet und am zweiten platziert werden. Natürlich die Arche, aber du kennst die Details. Wir müssen gemeinsam zuschlagen, sonst können wir es vergessen. Nicolazze, hör zu. Weil du uns verraten wirst. Das ist absurd. Warum sollten sie uns zuhören? Das ist paranoid, aber gut. Nein, gut. Wir führen ein sicheres Gespräch aus meinem Auto. Tja, der hat an alles gedacht, okay. Ach verdammt, ich hasse es, wenn es leckt. Himmel, Fischer. Das ist General Kong Fairong. Himmel. Wer ist das? Er war der Vorsitzende von Chinas Zentraler Militärkommission bis 01. Hohes Armeetier. Ein chinesischer General, der mit Nicolazze spricht? Nicht gut. Wir müssen unbedingt mitbekommen, was die beiden sich zu sagen haben. Es ist an der Zeit für dich, unsichtbar zu werden. Wenn dich jemand sieht, ist deine Mission beendet. Ja, ja, ist schon klar. So, hier ist die Limo von den Typen. Da kommt der Typ. Natürlich mit Bewachung. Weil er so eine Pussy ist und sich nicht allein auf die Straße traut. Die Bewachung läuft, die Bewachung rennt weg. Der Typ, sie steigt in seine Limousine und fährt los. Und was jetzt? Natürlich.
das Signal umgeleitet? Ihr dachtet doch auch, dass eure Kohlehalbinselbasis unaufspürbar sei. Ja, ich verstehe. Psychologische Kriegsführung. Ja, ja, ich habe schon viele Exekutionen gesehen, aber noch nie mit Amerikanern. Einen Moment. Paul, wie lange noch bis zur Muk-Zobu-Schlachterei? 10 Minuten, vielleicht auch mehr. Wir müssen eine Polizeikontrolle passieren. Nein, ich bin mir nicht wert. Wird sie die Übertragung dann ansehen wie alle anderen? Ja, wie wahr. Sie sind ein böser Mensch, Mr. Nicolazze. Ich hoffe, die Übertragung läuft glatt. Viel Glück. Sie wollen die Soldaten exekutieren. Scheint so. Du musst sie aufhalten. Treff dich mit Cohn. Ich schicke dir die Daten für Muk. Muk Zobo. Genau. Verheißungsvolles Jagdrevier. Verdammt richtig. Die Zeit der Zärtlichkeit ist vorbei. Ich muss das weitermelden. Vielleicht bedeutet das Krieg. Okay. Jetzt müssen wir uns auf der anderen Seite des Hofes schleichen, um dort rauszukommen. Ohne entdeckt zu werden, natürlich. Okay, schleichen. Da, im Schatten. Das reicht einfach durch. Hallöchen. Und tschüss. Okay, nochmal. Da-dam, da-dam, da-dam. Schneller, schneller, gleich hast du es, gleich hast du es, gleich hast du es. Na los jetzt. Ja, gut. Gut, Sam. Oh, knapper geht's doch nicht mehr. Mein Fischer, bist du verrückt? Scheiße, ich hab die falsche Taste gedrückt. Das gibt's doch nicht. Ich hatte es. Au, au, au. Ah, Ah, okay, aber es geht. Es geht. Man kann sich da vorbeirennen. Man kann da vorbeirennen. Ich glaube, ich taktiere noch ein bisschen, bevor ich da vorbeirenne. Und zwar jetzt! Ah! Lalalala! 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 Ich bin hier in China. Ich bin hier in China und sterbe einfach mal so. Erstmal mit ein bisschen mehr Taktik. Aber ich hatte es vorhin. Das gibt es auch nicht. Ah, frustrierend. Was ist denn jetzt los? Ich dachte schon, das Spiel ist abgestürzt. Ablenkungssystem. Da stimmt was nicht. Da. Was war das? Nix. Nein, hallo, geht Gas raus. Da geht Gas raus. Müsst ihr das nicht kontrollieren? Ach, wisst ihr was? Oh, verdammt. Jetzt vergaß ich mich selber. Nein. Lalalala. Lalalala. Letzter dieses Rohr hoch. Okay, erstmal wieder ein bisschen mit mehr Taktik. Darf ich eigentlich töten? Ich probier's mal. Mein Gott, Fischer. Okay, darf ich nicht. Okay, schade, wäre auch zu leicht gewesen. So, jetzt probieren wir es mal mit dem Ringschuss. Da, im Schatten. Oh. Bist ganz benommen, was? Irgendwas hat sich bewegt. Da-dam, da-dam, da-dam. Ein amerikanischer Agent. Ein amerikanischer Agent. Ah. Jetzt mit nach Haftbefehlkamera. Nein. So, hier. Das macht keinen Sinn. Nein, das macht auch keinen Sinn. Da stimmt was nicht. Hä? Habe ich den erwischt? Oh, der Arme, ich habe ihn... Habe ich ihn erwischt? Hä? Ach komm! Dum, 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 dum. Oh, jetzt kann ich schaffen. Jetzt kann ich schaffen. Ich schaff's nicht. Ich will die doch einfach nur töten, dann habe ich's doch. Ah.
Okay, wieder mit einem Ablenkungssystem. Ich glaube, das war gar nicht so falsch vorhin. Sehr merkwürdig. Ja, es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. So, hier bin ich sicher, glaube ich. Jetzt soll hier ein bisschen ablenken. Puh. Ich werde angegriffen. Ey. Wer du auch bist, komm laut. Bewaffnet. Oh, you see me rolling. You hate me. Bewaffneter Kontakt. Leck mich doch am Arsch. Ein amerikanischer Agent. Kann ich da hoch? Kann ich da hoch? Das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein. Ich will da hoch. Daneben. Daneben, du solltest mal ein bisschen mehr zählen. Ah, getroffen. Ah. Komm schon! Aber vorhin hatte ich das doch! Ey! Spiel! Verarsch mich doch jetzt nicht! So! Schauen! Ringflächengeschoss! Wo steckst du? Ihr schießt die falsche Wand an! Ich glaube, hier kann ich einen Safe machen. Okay, einen hätten wir. Und wo ist der andere? Worauf schießt der eigentlich? Na los, komm her! Ich habe nicht die ganze Tag Zeit. Der hat sich gerade bewegt. Okay. Gut, safe. Und? Okay, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Dum, 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 dum. So, hier. Also geht doch. Oh, ich habe mir schon überlegt, ob ich cheaten soll, weil ich das ja eigentlich schon geschafft habe. Aber jetzt haben wir es auch ohne Cheats gemacht. So, hier. Okay, jetzt ansprechen. Leck. Jetzt ansprechen. Mein Gott, Fischer! Okay, war Spaß. Einsteigen, wir müssen los. Halten Sie sich gut fest. Ja, das war's schon. Ja gut, das Level war auch sehr lange. Boah. Ich hab mir das Level viel länger vorgestellt, aber gut. Jetzt ist es aus. Chinesische Botschaft. Yang Gong Mingang Ma. 11. November 2004, 22.32 Uhr. Die Informationen aus der Botschaft zeigen eine Verbindung zwischen Nicolaze und Kong Fai Rong, einem chinesischen General, auf. Des Weiteren konnten die in Erfahrung gebracht werden, dass amerikanische Soldaten auf Nicolazes Befehl während einer Internetübertragung aus der nahegelegenen Mokezobos Schlachthaus exekutiert werden sollen. Und mit diesen Worten bis zum nächsten Part, Leute. Ciao!